Da geht es dann wirklich auch um brachiale Ohrenschnipser, Nackenschläge, also dann wirklich auch, ich werde nicht zur Gewalt aufrufen, aber das war schon nah dran. Hi GQ, ich bin Julian Brandt und das sind meine 10 Essentials. Digga, ich sitze hier mit Socken. Das ist so geil, als wenn ich im Wohnzimmer bin. Ich habe so ein bisschen überlegt, was für mich so ein kleiner Talisman, der mich erinnert an meine Jugendzeit. Und das ist tatsächlich ist das so ein bisschen diese Pokémon-Karte. Ich habe früher in der Grundschule wie so ein Trader sozusagen damit getauscht. Wir haben damit gezockt und das ist das, was bei mir extrem hängen geblieben ist und was einen so ein bisschen in Erinnerung schwelgen lässt, weil wir hatten, glaube ich, schon eine geile Kindheit, also ich und meine beiden Brüder. Manchmal quatschen wir sogar drüber, wie es damals war. Es war ja noch ein bisschen eine einfachere Zeit, also zumindest ist das mein Gefühl. Und wenn ich mir zu Hause bin tatsächlich und mir das dann angucke, dann ist das so ein bisschen ja, das Sinnbild dafür, wie es früher mal war. Damals war das sozusagen die Karte, die alle in der Schule haben wollten. Dementsprechend ist es so das, wo ich so am meisten diese Flashbacks bekomme. Die habe ich mir irgendwann dann, wo es mal die Möglichkeit gab, relativ preiswert geschossen. Dementsprechend ist das irgendwie ganz cool, die jetzt auch noch in einer ganz coolen Verfassung zu haben. Der Preis hat sich dadurch wahrscheinlich dann auch ein bisschen geändert jetzt über die Jahre. Das ist ein Paddelschläger, mittlerweile auch was viel in meinem Leben stattfindet, weil es einfach eine Alternativsportart ist, die ich neben dem Fußball gerne mache, wenn ich Freizeit habe. Wir zocken sehr, sehr viel im Urlaub Paddeltennis, egal wo, ob hier in Deutschland oder im Urlaub. Mittlerweile hat man ja das Glück, dass es viele Paddeltennis-Plätze jetzt gibt. Ich finde es total geil, ich mag den Sport extrem gern. Ich glaube, Tennis wäre nichts für mich, weil da hast du die Linien, da würde ich, glaube ich, dauerhaft drüber schlagen. Aber du hast halt bei Paddle-Tennis das Geile, dass es so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat wie Squash, weil du hast einfach die Wände drumherum. Klar, du hast auch deine gewissen Regeln, aber man spielt 2 gegen 2. Das heißt, man kann es mit mehreren Freunden spielen und ist nicht in diesem klassischen 1 gegen 1, ohne dass irgendeiner herausragend gut da drin ist, sondern einfach rumzudaddeln, 1-2 Stunden. Deine Leidenschaft teilst du auch mit anderen aus dem Team? Wir haben sehr, sehr viele Leute bei uns im Team, die Paddle-Tennis spielen. Also es muss nicht mal so Spieler sein. Es sind auch teilweise unser Teammanager spielt Paddle sehr, sehr gerne. Unser Torwarttrainer spielt, soweit ich weiß, sehr gerne Paddle. Es ist tatsächlich was jetzt mehr und mehr an Fokus gewinnt. Das ist eine Dose Tonin, die ich immer vom Spiel eigentlich trinke, also einen Tag vom Spiel, ist im Grunde genommen ja, wie die Initialzündung, dass du müde wirst. Also es ist ein Getränk, was dich dazu verleitet, Melatonin zu produzieren. Es ist nicht eine Melatoninzufuhr, also dass ich jetzt irgendwie Tropfen oder Tabletten oder sowas habe, sondern es ist wirklich was, wo ja, dein Körper anfängt, dich müde zu machen, weil du Stress ausgesetzt bist, etc. Ich trinke das tatsächlich. Deswegen ist es so ein Essential, was ich einfach mitbringen wollte. Vor jedem Spiel, weil wir oft in Hotels pennen, auch auswärts in Hotels pennen, wo du jetzt nicht jeden Tag schläfst. Also ist immer noch mal was anderes, als wenn du zu Hause bist. Ich finde, das ist allgemein ein Thema, was viele Menschen ja haben, so ein bisschen diese Einschlafprobleme. Dementsprechend kann ich das eigentlich nur allen empfehlen, die da offen für sind. Es ist vegan, glutenfrei, halal. Es ist ein Produkt auf der Kölner Liste. Das ist bei uns Sportlern immer ein Problem. Wir haben ja so Dopinglisten, Sachen, die wir nicht nehmen dürfen. Auch da steht es nicht drauf und dementsprechend ein cooles Essential. Und ich habe davon mal, glaube ich, den ganzen Kühlschrank voll, falls es mal so bei mir zu Hause ist, dass ich mal nicht schlafen kann und schmeckt dabei auch noch ganz gut. Japanische Yuzu ist das. Es ist so, boah, es ist immer schwierig zu erklären. Ich würde fast sagen, dass es so ein bisschen Grapefruit-Orangengeschmack so ein bisschen hat. Kann man auf jeden Fall trinken. Ja, jetzt kommen wir eigentlich so langsam zu den Lieblingsitems von mir. Das ist Manga von One Piece. Das ist eigentlich das, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang auch begleitet hat. Das ist eine Serie, die es seit 25 Jahren gibt, die ich angefangen habe in der Grundschule, wo ich eigentlich in der Mittagspause zu Hause war, auf RTL 2 mal geguckt habe und irgendwann dann angefangen habe, mir diese Bücher zu kaufen. Ich bin jetzt nicht so der klassische Büchertyp, sondern es ist bei mir eher diese Art von Buch, die ich gerne lese, wo ich jedes Buch auch habe tatsächlich. Das sind, glaube ich, so 103 Bücher sind es. Das ist jetzt Ausgabe 102, deswegen ich will jetzt auch keine Zuschauer damit spoilern, weil sie jetzt irgendwelche Bilder drauf sehen, die sie vielleicht noch nicht sehen wollten. Wenn du nur diese Folgen guckst, dann weißt du gewisse Sachen noch nicht, die hier in dem Buch stehen. Und was bevorzugst du, den Manga oder die Animation?
Boah, es ist schwierig zu sagen. Also ich bin halt ein sehr ungeduldiger Mensch und ich erfahre halt Sachen durch das Buch halt schon schneller. Aber ich glaube schon, dass ich die Serie an sich lieber schaue, als dass ich sie lese. Aber es nimmt sich nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es macht beides ultra Bock. Es ist beides total cool. Es ist bei uns täglich Gesprächsthema in der Mannschaft, weil ich natürlich nicht der Einzige bin, der es liest. Also wir haben viele Jungs bei uns in der Truppe, die es lesen. Es ist echt interessant, sich darüber so ein bisschen auszutauschen, weil es halt einfach noch nicht zu Ende ist. Also viele Leute können sich ja jetzt so die Verbindung zwischen dem One Piece und mir so ein bisschen schon vorstellen, weil ich habe da ein, zwei Sachen jetzt in der Vergangenheit schon gemacht auf dem Platz. Auch ein Video hochgeladen jetzt in den vergangenen Wochen, was relativ viral auch war. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass Law so der Charakter ist, den ich am meisten bevorzuge. Weil Karin auch One Piece als was glaubst du, sein Lieblingscharakter? Bei uns ist das mittlerweile schon sehr, sehr krass. Er hat halt auf dem Oberschenkel auch ein One-Piece-Tattoo. Ich habe tatsächlich auch eins. Und dementsprechend ist es schon mehr als nur so ein bisschen so eine Serie. Und bei Karim würde ich ganz klar sagen, dass es Ruffy ist. Aber ihr müsst mir da nochmal Bescheid sagen, ob es wirklich so war. Ich hatte viel Langeweile. Über die Corona-Zeit habe ich mir irgendwann zu Hause mal so ein Mischpult gekauft und es macht extrem viel Bock. Ich habe mich damit ein bisschen befasst. Das sind die Kopfhörer sozusagen, die dazugehören. Ich wollte mir das jetzt ersparen, ein ganzes Mischpult hier mitzubringen, weil das wäre ein bisschen schwer gewesen und auch ein bisschen groß. Musik ist einfach ein Riesenthema. Es macht Bock, so ein bisschen ja, sich damit zu beschäftigen, Sachen zu mixen. Ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ich jetzt mich selber als jemanden bezeichne, der jetzt morgen in irgendeinen Club gehen kann und dafür irgendwelche Menschen auflegen kann, das auf gar keinen Fall, aber es ist eine geile Beschäftigung. Es ist, glaube ich, auch was, wo man ein bisschen auf andere Gedanken kommt, neben dem ganzen Fußball, den man ja tagtäglich erlebt. Was mit Supermusik? Boah, tatsächlich alles Mögliche. Ob das jetzt Hip-Hop ist, Deutsch, Englisch, ob das dann ins Spanische geht, ob es wirklich House ist. Es gibt Sachen, die sind einfacher zu mixen. Also House ist einfacher zu mixen als Hip-Hop, das ist ganz klar. Und trotzdem, ja, versucht man sich so ein bisschen, manche Sachen gehen in die Hose, manche Sachen gehen gut und wie gesagt, es geht mir da gar nicht drum, jetzt irgendwie jetzt da der Beste zu werden, sondern es geht mir da eher drum, so ein bisschen auch so eine Nebenbeschäftigung zu haben, neben dem ganzen Alltagstrubel. Air Force. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist eigentlich so der einzige Schuh, den ich dauerhaft trage in allen verschiedenen Ausführungen. Ist für mich der bequemste Schuh seit Jahren. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich wirklich zu Hause gefühlt 10 verschiedene Ausführungen dieses Schuhs habe und irgendwie kann ich davon nicht mehr wegkommen. Deswegen ist das mittlerweile auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ja, meines Outfits sozusagen tagtäglich. Ich finde, extrem schöner Schuh. Sind jetzt nicht mehr so neu und so sauber, weil ich sie jetzt auch natürlich schon ein paar Tage getragen habe. Ich habe auch ein ganz großes Problem mit farbigen oder schwarzen Schuhen. Bin so ein Weißfreak irgendwie. Ich will immer weiße Schuhe tragen. Ich finde, das ist am einfachsten, weil du kannst ja gefühlt alle Klamotten zu tragen. Das rundet das dann immer am meisten ab. So, jetzt zieh ich die an. Ist meine Nintendo Switch. Im Grunde genommen eigentlich so ein bisschen stellvertretend für die ganzen Nintendo-Konsolen, die ich eigentlich so über die letzten Jahre immer bei mir hatte. Fing an mit Nintendo 64 sozusagen ganz früher. Es ging dann weiter mit dem ja, ganz normalen Game Boy Color, was glaube ich viele Jungs und Mädels aus der Vergangenheit kennen. Advance, DS, 3DS, also eigentlich alles so. Deswegen ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil wir einfach bei uns mit Rafa Guerrero und Niki Süle, klar Kai Havertz auch bei der Nationalmannschaft oft auf Reisen einfach zocken, oft Mario Kart, also da geht es dann auch ums eigene Ego. Und dementsprechend, ja, ein wichtiger Teil meines Alltags. Wie fährst du bei Mario Kart? Shy Guy fahre ich bei Mario Kart. Check. Das nächste ist diese analoge Kamera. Das ist eine Leica Minilux. Ich bin selber tatsächlich zu der Fotografie so ein bisschen gekommen durch meinen Bruder, der das ja hauptberuflich macht. Ich habe mit Janis eine kurze Zeit noch in Köln damals zusammen gewohnt. Da hat er Mediendesign studiert. Also seine Anfänge so ein bisschen auch, was das angeht, miterlebt und dementsprechend bin ich da, glaube ich, so im Schatten auch manchmal so ein bisschen selber mit gewachsen und habe mir dann gewisse Sachen auch angeguckt und irgendwann kam die analoge Fotografie dazu
Und ich fand das total geil einfach, weil es ist wie bei den anderen Themen. Es ist so, du bist hauptsächlich 24-7 eigentlich, hast du nur im Kopf Fußball, 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 Verein, Verein, Verein. Irgendwie siehst du immer nur dieselben Menschen, du siehst nur den Platz, du siehst nur die Kabine, du siehst nur das Stadion. Und hab dann angefangen, selber ein bisschen zu fotografieren. Bei weitem natürlich nicht so gut wie er, aber trotz alledem, ja, macht es einfach extrem viel Spaß, weil das ist so eine Kamera, die kannst du einfach bei dir in die Tasche packen. Und das ist eine Point-and-Shoot-Kamera, also du drückst am Ende ja gefühlt nur drauf und dann ist es fertig. Es hat noch ein bisschen diesen alten Style, wo du einfach dann natürlich die Filme zum Entwickeln abgibst und dann nicht weißt, was am Ende bei rumkommt. Finde ich extrem cool. Es ist, hat sich echt etabliert mittlerweile, auch bei mir im Leben. Also wir haben die Kamera eigentlich nahezu überall dabei. Ich war mal mit meiner Familie auf Sylt und wir haben 2 Hunde. Ja, habe ich mal wirklich 2, 3 Bilder auch mit unseren beiden Hunden, mit meiner Mom gemacht, die relativ cool geworden sind und ja, auf die ich, oder wo ich relativ froh bin, dass sie gut geworden sind. Wie heißen die Hunde? Nala und Coco. Das sind 2 Mädels. Ja. Der eine ist ein Dackel, wirklich so ein Dackelmischling, die andere ist ein Labrador. Meine Stussy-Mütze. Mittlerweile auch tatsächlich jeder, der mich ein bisschen näher kennt, ein ganz großes Thema, weil ich einfach oft was auf meinem Kopf trage. Ob es Caps sind oder jetzt in dem Fall sehr, sehr oft Mützen. Ich habe die Mütze, glaube ich, in fast 8 bis 9 verschiedenen Farben. Finde sie total geil, weil sie einfach so ein bisschen entspannter auf dem Kopf liegt und nicht so den Kopf einengt. Und ja, ich finde die einfach extrem cool. Es ist so ein bisschen wie beim Air Force, so dieses komfortable. Spielt da auch eine Rolle. Trag sie mittlerweile sogar schon oder noch an Tagen, wo man eigentlich gar keine Mützen mehr trägt, also wenn es jetzt 15, 16 Grad sind. Ja, und deswegen habe ich sie auch mal mitgebracht. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Wurde tatsächlich auch schon von vielen Leuten hier drauf angesprochen. Mein Bruder hat mir letztens eine geklaut, tatsächlich sogar, weil er die auch wahrscheinlich ganz gut fand. Und die habe ich bis heute auch nicht mehr zurückbekommen. Ja, und die haben sie geil gemacht. Also sind auch jetzt nicht so teuer. Also ist jetzt eigentlich so eine Mütze, die in einem normalen Preissegment auch ist. So, Freunde, jetzt kommen wir zu dem, wo ich eigentlich meinen Bruder mehr drüber erzählen könnte, weil er da dauerhaft drin verliert. Backgammon. Für mich eigentlich so das coolste Brettspiel, was es gibt, was wir leider in der letzten Zeit nicht mehr so häufig spielen könnten. Vielleicht liegt das auch einfach daran, weil er sich nicht mehr traut. Aber sei es drum, wir haben auch viele Jungs bei uns in der Truppe, die das spielen. Macht extrem viel Bock. Man spielt zum Grunde genommen zu zweit, hat jeweils 2 Würfel und versucht von der einen Seite über die ganzen Felder alle seine kleinen Plättchen sozusagen ins eigene Feld zu bekommen. Ja, macht extrem Bock, ist, finde ich, eine geile Beschäftigung, wenn wir im Urlaub sind. Eigentlich was dauerhaft in Benutzung ist, wo dann oft jeder gegen jeden spielt, wo es dann auch mal bockige Menschen gibt, weil sie verloren haben. Ja, definitiv. Was mal außerhalb von den ganzen Medien, ob es jetzt iPad, iPhone oder sonstiges ist, oder Switch oder PlayStation, sondern einfach mal so ein richtig geiles, altes Brettspiel. Bist du so der harmonische Spieltyp oder der sich richtig wenn er dann die Steine vom anderen rausholt? Es kommt drauf an, gegen wen. Wenn ich gegen Jan spiele, freue ich mich, wenn ich ihn kicken kann. Ja, man zieht sich so gegenseitig einfach hoch, ne? Und wenn man dann verliert und vielleicht unglücklich verliert oder man gewinnt, dann nimmt das so eine Dynamik an, wo man dann so ein bisschen in so einen kleinen Infight geht. Es kommt auf den Einsatz an. Das geht immer um Geld. Es muss nicht immer nur Geld sein. Also ich habe auch schon tatsächlich Runden gesehen, an denen ich dann nicht teilnehmen wollte. Da geht es dann wirklich auch um brachiale Ohrenschnipser, Nacken, Schläge. Also dann wirklich auch, ich will jetzt nicht zur Gewalt aufrufen, aber das war schon nah dran. Und da habe ich mir dann schon gedacht, das, ja, grenzt schon meine Körperverletzung. Ja, das waren meine 10 Essentials. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch hier nochmal das Video von Karim angucken. Und wenn ihr noch mehr Bock habt, könnt ihr euch das Video von Kai auch nochmal angucken. Und wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr euch mein Video nochmal angucken. Ciao.